Paul, heute einen Punkt erkämpft, 0:0 gegen Schalke 04. Die Meinung vom Kapitän, kann man eigentlich als FCA ganz zufrieden sein damit, oder? Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich glaube, dass wir heute auf jeden Fall eine gute Leistung auf den Platz gebracht haben. Das Einzige, was wir uns vorwerfen können, vielleicht ist, dass wir leider kein Tor gemacht haben. Wir haben ja alles versucht, auch gute Möglichkeiten gehabt, der eine oder der andere, oder auf jeden Fall gefährliche Situationen herausgespielt. Aber wie gesagt, es gibt mal Spiele, dann will am Ende das Ding nicht rein, aber es ist ja wichtig, dass wir auf jeden Fall zu Null spielen und das Punkt mitnehmen. Und das haben wir heute gemacht. Ja, und wir müssen versuchen, Woche für Woche so eine Leistung auf den Platz zu bringen. Und es war für uns mal wichtig, auch mal kein Gegentor jetzt zu bekommen nach ein paar Wochen, wo wir ein paar Gegentore bekommen haben. Aber wie gesagt, ich denke im Großen und Ganzen, dass man zufrieden sein kann, was wir heute geboten haben. Ja, überzeugender Kampf. Ich glaube, wir hatten die größeren Spielanteile vom 16er vom gegnerischen Tor präsenter. Aber die eine oder andere gefährliche Schusschance sollte leider nicht ihr Glück ins Tor finden. Das war so ein bisschen das, was trübt. Ich glaube, wir haben ein überzeugendes Spiel gemacht, aber ja, es sollte einfach nicht sein. Ich glaube, das eine Tor hätte heute gereicht, um das Spiel zu gewinnen, aber wir können uns, glaube ich, nichts vorwerfen. Ja, klar. Also wir wussten von der Qualität von der Schalke und von der Mannschaft. Ja, und wir haben gewusst, dass es auf uns kommt und das ganz schwierige Spiel wird. Und ja, wir müssen einfach zufrieden sein mit einem Punkt, obwohl noch ein bisschen mehr drauf wäre. Also für uns, denke ich mal, alleine von der Chance, dass wir hatten, 100%ige Chance. Ja, aber eigentlich sind wir zufrieden mit einem Punkt. Wie schwer war es gegen diese defensiv eingestellte Schalker Mannschaft, klare Torchancen rauszuspielen heute? Ja, schon schwer. Das sind alles richtig gute internationale Klasse-Spieler. Aber wir hatten unsere Möglichkeiten, vor allen Dingen in der Standardsituation. Da hat uns heute auch ein bisschen das Pech gefehlt, muss man eindeutig so sagen. Bobas eine Freistöße waren brandgefährlich. Die eine oder andere Ecke war brandgefährlich, aber es sollte leider nicht sein. Wir können uns nichts ankreiden. Wir sehen, wenn wir 100% geben, dann sind wir in der Lage, auch gegen Schalke Pauli zu spielen. Ja, für uns offensive Spieler war ganz schwierig. Also die sind gut gestanden, hin nach hinten. Unsere Arbeit nach vorne schwer gemacht. Ja, aber der Trainer wollte, dass wir auf dem Konter spielen. Und wir hatten ein paar Chancen gehabt, dass wir auf dem Konter gespielt. Aber trotzdem war es sehr schwierig für uns. War das aus deiner Sicht eine klare Leistungssteigerung zu den letzten Spielen gegen Freiburg oder Mainz? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, man sieht ja, wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, wenn wir 100% geben, ist es für jeden Gegner gegen uns verdammt eklig. Das haben wir heute wieder gezeigt und es gibt mir Mut für die kommenden Partien. Deine Stammposition ist eigentlich die Außenbahn. Markus Weinzierl hat dich heute als Mittelstürmer aufgestellt. Wie hast du dich gefühlt da vorne drin? Hat Spaß gemacht? Ja, früher hatte ich auch vorne als Spitze gespielt. Für mich ist nichts Neues. Also schon lange nicht mehr gespielt, aber die Position kenne ich. Hat Spaß gemacht, habe auf jeden Fall gemacht. Aber für mich ist nichts Neues. Kurz noch, deine Vorgesetzten Markus Weinzierl und Stefan Reuter haben vor dem Spiel ihre Verträge verlängert. Wie ist da die Meinung aus der Mannschaft dazu? Ein gutes Statement, oder? Ja, absolut. Die Mannschaft hat es, glaube ich, erst jetzt nach dem Spiel erfahren. Vor dem Spiel ist da nichts nach außen gedrungen. Ich weiß nicht, ob Kapitän eingeweiht war, aber die meisten Spieler nicht. Das ist, glaube ich, ein super Zeichen für die Zusammenarbeit, für den Zusammenhalt hier im Verein. Kontinuität ist ein hohes Wort hier im Verein und ich glaube, wir sind alle froh, dass die beiden noch lange an den Verein gebunden sind. Ja, das ist ein ganz klares und deutliches Signal von Verein aus, von Trainer, von Manager. Wie gesagt, wenn man sieht, was hier die letzten Jahre entstanden ist, ist das sehr, sehr wichtig, um langfristig einen klaren Plan zu haben auf die zwei wichtigen Positionen im Verein sozusagen. Für uns als Mannschaft ist es natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht und ich freue mich drüber. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des FC Augsburg gegen den FC Schalke. Ich grüße hier alle Medienvertreter und alle Fans im LEW Business Club, im Stadion und im Fanzelt. Und hier vorne die beiden Trainer, Herr Di Matteo zu meiner Rechten und unser Trainer Markus Weinzierl. Darf ich gleich Herrn Matteo um seinen Kommentar zum Spiel bitten? Ja, ich glaube, ich kann meiner Mannschaft nur einen Vorwurf machen, dass wir nicht ein Tor geschossen haben, weil ich glaube, wir haben viel gemacht und viele Torchancen auch kreiert, um eins zu schießen, aber es ist uns heute halt leider nicht gelungen. Ich glaube, es war auch ein enges Spiel. Ich glaube, wir haben Augsburg
auch gut kontrolliert. Die haben gefährliche Standards gehabt, aber ich glaube, ansonsten haben wir mehr Tormöglichkeiten gehabt im Spiel. Und natürlich ist schade für uns, dass wir kein Tor geschossen haben. Aber Augsburg ist eine gute Mannschaft, spielt zu Hause auch sehr mutig und haben sie auch heute wieder gezeigt. Und es ist nicht einfach, hier in Augsburg zu gewinnen. Dankeschön. Markus, wie hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe heute ein ausgeglichenes Spiel gesehen. Ich denke, dass das Unentschieden auch in Ordnung geht. Ich habe uns in der ersten Halbzeit besser gesehen wie in der zweiten Hälfte. Wir waren auf das System des Gegners sehr gut eingestellt, haben auch ein paar Situationen gehabt, wo wir vielleicht in Führung gehen können. Ich denke an den Distanzschuss von Dani Bayer, der ganz knapp nach der Standardsituation am Tor vorbeigeht, in Führung zu gehen. Wäre natürlich heute sehr, sehr viel wert gewesen. Zweite Hälfte war es so, dass der Gegner gewechselt hat, dass er System gewechselt hat, dass er Qualität einfach eingewechselt hat. Da hat man gesehen, wie viel Potenzial sie haben und dass wir auch Probleme gehabt haben. Und natürlich ein, zwei Situationen da waren, wo Schalke ein Tor erzielen kann. Aber sie haben es auch nicht gemacht. Wir haben Chancen liegen gelassen, beziehungsweise von den 21 Torschüssen nur 3 aufs Tor gebracht. Das ist vielleicht das, was man kritisieren kann, dass wir effektiver sein wollen, uns da steigern wollen. Ist auch klar, aber wir nehmen den Punkt heute mit. Für uns ist ein Erfolg. Wir sind noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, wir sind enttäuscht, weil wir gegen Schalke 04 zu Hause nur unentschieden spielen. Ganz im Gegenteil, es war ein wichtiger Punkt und machen genauso weiter. Danke. Gibt es denn Fragen von Ihrer Seite? Einmal kurz das Mikrofon. Genau. Di Matteo, können Sie was zu den Wechseln in der Halbzeitpause sagen? Warum haben Sie das System gewechselt? Nur um allein um Jeff zu bringen oder was war der Grund? Ja, erstens wollte ich ein bisschen mehr Druck auf den Außenseiten machen mit der Mannschaft und um Jeff halt noch nicht 90 Minuten Beine nach der langen Verletzungspause. Aber ich glaube, er hat gezeigt, dass er für 45 bereit ist und hat auch gute Impulse gezeigt, gute Akzente gesetzt für uns in der Offensivphase in der zweiten Halbzeit, war gefährlich und darum habe ich auch das System gewechselt und ich glaube, es hat auch sehr gut geklappt in der zweiten Halbzeit. Herr Di Matteo, Sie haben jetzt 8 Punkte Rückstand auf Platz 4. Inwieweit ist die Champions-League-Qualifikation jetzt überhaupt noch realistisch? Oder geht es vielleicht jetzt nur noch um Schadensbegrenzung, sprich nicht auch noch aus den Europa-League-Rängen rauszufliegen? Ja, ist natürlich ist eine schwierige Ausgangslage. Mit den Resultaten von diesem Wochenende haben wir natürlich 2 Punkte auf die Mannschaften vor uns verloren und wir müssen einfach schauen, dass wir Punkte sammeln, Punkte holen und versuchen, das nächste Spiel, Heimspiel jetzt zu gewinnen und 3 Punkte holen und dann am Ende der Saison rechnet man ab. Herr Weinzierl, wie schwierig oder einfach waren die Gespräche, was Vertragsverlängerung anbelangt, diese Woche? Die waren ganz einfach. Ganz einfach. Sie haben mich gefragt, ob es schwierig oder einfach. Ich habe gesagt, es war einfach. Noch weitere Fragen? Nicht? Dann herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Weinzierl, der Stefan Reuter hat ja auch verlängert. Wer hat denn wen überzeugt, beziehungsweise wer ist denn zuerst vom Präsidenten gebeten worden, beziehungsweise wer ist zuerst zum Präsidenten gegangen? Wer zuerst, weiß ich gar nicht. Wichtig ist, dass wir die Lage hier analysiert haben, dass wir in Gesprächen herausgefunden haben, was die letzten 2-3 Jahre gut war und dass wir so weiterarbeiten wollen, dass wir gemeinsam hier das entwickelt haben und das gemeinsam auch fortführen wollen und dass wir gemeinsam den FC Augsburg in der Bundesliga etablieren wollen, verankern wollen. Soweit sind wir noch nicht. Wir haben eine gute Entwicklung genommen, aber haben dann ein paar Schritte zu gehen und die wollen wir gemeinsam gehen und deswegen ist es egal, wer zuerst war oder wer dann gekommen ist. Wichtig ist, dass wir hier hohe Jobzufriedenheit haben, denke ich, beide und dass wir was vorhaben mit der Mannschaft, mit dem Verein und dass wir uns weiterentwickeln wollen in den nächsten Jahren. Gut, dann herzlichen Dank. Ihnen allen eine gute Heimfahrt.